Rennsport auf die Straße. Tuning TV, das Automagazin mit Falken High Performance Tires. Willkommen beim Bayerischen Tuning TV. Ich bin heute in Zufalo und hier soll ein spritziger 3er BMW-Fahrer unterwegs sein. Ich finde ihn nur nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Bei dem Geruch tippe ich auf Trecker-Tuning. Hallo. Wer von euch ist Georg? Meiner, einer. Das ist aber nicht dein BMW. Na, der steht da drüben. Ei, das ist schon ein bisschen mehr als normales Tuning. Ja, mit Katalog-Tuning hat das nichts mehr zu tun, das ist Rennsport. Der Plaza BMW, 3,4 Liter V8 mit 560 PS bei über 10.000 Umdrehungen. Das war ja wohl der Hammer, aber das schnelle Kisten sexy machen, wissen wir ja schon längst. Und jetzt passt auf, was wir noch alles für euch. Faszination Bergrennen. 4 Europameister Georg Plaza und sein V8 BMW. Willkommen zurück bei Tuning TV, heute mal im bayerischen Gefieder. Wo fährt man mit so einem Flitzer rum? Bei Bergrennen. Und das mit einem 560 PS starken BMW 3er. Eine waschechte Eigenkonstruktion. Und wie kommt man dazu, mit einem halben DTM-Wagen auf Bergen rumzukurven? Weil es einfach Spaß macht, mit so einem Teil auf öffentlichen Straßen, die für den Zweck abgesperrt sind, gegen die Urbestzeit zu fahren. In der Königsklasse heißt das, jeder Fehler kann dein letzter sein. Für uns war das erste Jahr Tuning TV auch eine Herausforderung, sämtliche Versprecher, peinliche Momente und die größten Donuts unseres Testteams seht ihr jetzt. Wir haben jetzt hier schon die halbe Front in der Hand und sie ist ganz schön leicht. Natürlich auch eines der besten Beispiele dafür, dass Tuning aus dem Rennbereich kommt. Warum ist die so leicht? Ja, jedes Kilo, das man sparen, braucht man nicht beschleunigen und nicht bremsen. Und 1,5 Kilo Leistungsgewicht, man muss eben mit Carbon arbeiten. Carbon, sehe ich auch hier diesen kleinen, aber feinen Ansaugtrakt. Was hast du denn hier für einen Motor eingebaut? Das ist ein Jet-Motor aus der American Le Mans Serie. V8 mit 3,4 Liter Hubraum und rund 560 PS. Das klingt auf alle Fälle nach einer ganzen Menge Power. Was habt ihr denn hier alles getuned und gemacht und getan, um dann wirklich den Berg hoch und runter zu kommen? In dem Auto sind also nur die Sachen drin, die es unbedingt braucht. Das heißt, wir haben einen kleinen Öltank vorne im Motorraum untergebracht. Wir haben keinerlei sonstigen Zusatzkühler, eben um das Gewicht gering zu halten. Darf ich dann mit so einem Wagen überhaupt noch auf der Straße fahren? Weil Nummernschilder sehe ich keine. Es kommt, glaube ich, auch nicht gut, ja. Auf der Straße ist es natürlich nicht mehr möglich. Auch schon fast nicht mehr straßentauglich ist unser nächster Wagen. Ein von Manta getunter Porsche GT3. Den hat unser Testteamfahrer Tim Schrick über den Nürburgring gegangen. Mein lieber Scholli Tim, da möchte ich auch mal mitfahren. Mit dir aber auch, Georg, denn ich habe schon gesehen, du hast hier ein Sportfahrwerk eingebaut, an dem aber auch noch irgendwie Hydraulik befestigt ist. Was ist denn hier jetzt der Unterschied zum normalen Straßenfahrwerk? Ja, bei diesen KW Competition Rennfahrwerken kannst du Zug- und Druckstufe voneinander separat einstellen und das mehrfach. Und deswegen hast du oben den Ausgleichsbehälter für die Hydraulik, an dem du die Einstellung vornimmst. Und wenn du jetzt mal richtig in Fahrt bist und bremsen musst, habe ich gesehen, ist hier irgendwie eine größere Bremsscheibe dran. Hast du da was verändert? Ja, das ist was Besonderes. Das ist Carbon-Keramik. Carbon-Keramik. Ja, komm mit, heb mal die Scheibe auf. Das sind ja jetzt die normalen. Das ist normal Stahl, wie wir es kennen. Und dann heben wir mal die Scheibe auf. Hoi. Ja. Das ist Keramikcarbon. Leichter Gewichtsunterschied. Richtig. Das heißt, ja. Die ist auch robuster als die andere oder ist es rein? Die ist wesentlich robuster, hat eine wesentlich längere Standzeit und ist dazu leichter, was also im Fahrverhalten sie massiv bemerkbar macht. Das heißt, jetzt kannst du Gas geben und locker bremsen und richtig. Nichts passiert. Wir geben jetzt auch richtig Gas, denn neben unserem Maxim-Fotoshooting und anderen heißen Mädels haben wir für euch die Highlights des Jahres 2004 zusammengeschnitten. Jetzt lehnt euch zurück und seht euch das bitte an. Ja, wie sahen denn die Anfänge deiner Rennfahrerkarriere aus? Ja, hier haben wir ein paar Bilder davon. Wie du siehst, immer schon auf BMW,
zuerst auf dem 1602, dann auf dem 2002. Hi, mit Heckflügelchen. Richtig krass wurde es aber Ende der 90er im BMW 320 mit Formel-2-Motor. Hat denn sich der Aufwand gelohnt, über die Jahre so viel Auto zu fahren? Ja, doch, wenn man es ein bisschen rumschaut. Dann gab es ein paar goldene Grenze, die gibt es bei uns jetzt zwar nicht. Dafür gibt es was anderes Schönes zu gewinnen. Guckt selbst. Gleich Bergrennen extrem. Bei diesen Onboard-Bildern bleibt euch garantiert die Spucke weg. Zurück bei Tuning TV möchte ich mir mal deinen Arbeitsplatz von innen ansehen. Ist das hier die sequentielle Schaltung? Richtig, wobei das allerdings nur noch als Backup-Schalthebel hergenommen wird. Wir schalten mittlerweile hier vom Lenkrad aus. Das hat den Vorteil, dass du immer deine Hände am Lenkrad hast und dass wir dieses System auch über den Computer mit beeinflussen können, um Fehlschaltungen auszuschließen. Denkst du denn, dass sequentielle Getriebe und Schaltungen in Zukunft auch in der Tuningbranche ein Thema sein werden oder ist das eher eine Preisfrage? Möglich ist es sicher, aber da wird es extrem teuer. Teuer werden die nächsten Bilder bestimmt nicht, aber wertvoll für euch, denn jetzt gibt es Georg auf freier Wildbahn. Plaza erreicht auf den winkligen Straßen bis zu 240 km/h. Da glühen die Bremsscheiben vor den engen Kehren. Aber es geht noch extremer, wie hier bei den zweisitzigen Prototypen. Die Beschleunigung ist unglaublich und schützende Leitplanken nicht in Sicht. Aber es geht noch schneller. Im Formel 3000 nämlich. Wer übrigens wissen will, wie man an die DVDs mit diesen Aufnahmen herankommt, klickt einfach auf motorvision.de. Der Lancia Delta S4 mit über 600 PS. Einer von Plazas härtesten Gegnern. Kompressor plus Turbolader und Allradantrieb. Ein Wahnsinnsgeschoss. Und manchmal kommt es auch zu haarigen Überholmanövern. Dieser 3er BMW hat wohl außer der Silhouette nicht mehr viel vom Original. Ihr seht also, Rennsport ist schon ein bisschen mehr als Extremtuning. Und so ein BMW bleibt wohl eher ein Traum. Ich sag tschüss, Georg kann den Wagen alleine wieder zusammenschrauben. Und bis bald.